Ahoi Freunde, schön, dass ihr wieder dabei seid. Im Hintergrund seht ihr schon die liebe Sina, die mich heute tatkräftig bei diesem Video unterstützen wird. Und heute geht es um die Dinge, die ein Fotograf nicht sagen sollte. Viel Spaß dabei. Wissen Sie, wenn eine Eule in die Kamera schaut, kann keine Nachtigall herauskommen. War wohl doch keine Speicherkarte drin. Ach du Scheiße, jetzt habe ich meine Kamera vergessen. So, und jetzt sagt alle mal Ameisenscheiße. Passfotos. Jetzt. Um ehrlich zu sein, ich wollte gerade Mittagspause machen. Wissen Sie was, ich gebe Ihnen meine Kamera. Mit Selfies kennen Sie sicher aus. Profifotografen arbeiten nur in RAW. Deswegen wandle ich meine JPEGs in RAW um, weil ich dadurch viel mehr Möglichkeiten habe. Als Profifotograf weiß ich ganz genau, Equipment muss leicht sein, gerade wenn man unterwegs ist. Und deswegen habe ich hier eine 2 GB Speicherkarte, die ist deutlich leichter. Hä? Das ist viel zu unscharf im Hintergrund. Irgendwas stimmt mit der Kamera nicht. P heißt Profimodus. Wissen Sie, was mich als Fotograf seelisch belastet? Ich bin auf keinen der Fotos zu sehen. Lichtstarke Objektive? Brauche ich nicht. Ich stelle einfach die ISO hoch. Bearbeiten kann ich die Bilder, keine Frage. Aber das Doppelkinn, das muss ich so lassen. Kannst du mir mal sagen, wo die Automatikfunktion hier ist? Nein, ich bin nicht der Fotograf. Ich schleiche immer mit Kamera und großem Fotorucksack durch fremde Hochzeiten rum. Ist so ein kleiner Fetisch von mir. Hallo. Wissen Sie zufällig, wo der nächste Mediamarkt ist? Ich wollte mir eine neue Kamera kaufen und die Mediamarkt-Mitarbeiter wissen am besten, welche Kamera zu mir passt. Keine Panik, ich bin kein echter Fotograf, aber ich habe vorher geübt. Nein, ihr müsst nicht extra 2 Schritte nach links gehen. Die Abdeckplane und das Baustellenschild kann ich nachher alles später in Photoshop wegretuschieren. Sie wollen Bilder entwickelt haben. Jetzt? Das kann leider nur unser Azubi und der ist 2 Wochen im Urlaub. Wo ist denn jetzt dieser Objektivdeckel hin? Ach, der wird schon irgendwo sein. Ich habe ja noch nie einen Objektivdeckel verloren. Da kommen ja schon wieder die Leute zurück. Der Hund rennt mich gleich um, ich habe Angst. Ja, ich weiß. Hallo! Oh. Das war auch schon die letzte Szene und ich hoffe, es hat euch genauso gut gefallen, wie für uns das Video zu erstellen. Es war richtig cool, mit Sina zusammenzuarbeiten. Die war richtig lustig. Wir haben eigentlich mehr gelacht als gearbeitet. Aber ich denke, das ist ein richtig cooles Video rausgekommen. Und gebt dem Video einen Daumen nach oben, wenn ihr mich unterstützen wollt, wenn ihr das Video richtig cool fandet. Und abonniert diesen Kanal, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst. Und zur Videoempfehlung kann ich euch nur die letzten 2 Videos empfehlen. Da habe ich ein Stativ getestet, das von Kullmann. Und als zweites Video empfehle ich euch mein Vlog-Video. Da filme ich aus meiner Wohnung heraus. Ich zeige euch meine Wohnung. Ich erzähle auch noch ein bisschen was von mir. Und ja, das war's jetzt eigentlich damit. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Macht's gut, bis bald. Ciao. Wissen Sie was? Ich will am besten noch 2 Stühle und mein Weitwinkelobjektiv. Sie sind eindeutig zu fett. Was? So sagst du das ja? Na klar! Oh Gott. Na, das sollte doch ein Fotograf nie sagen, oder nicht? Das können wir niemals reinnehmen. Was? Warum nicht?